Hallo und herzlich willkommen zurück bei Layers of Fear in der VR-Version. Haben wir es jetzt endlich geschafft? Ich hoffe es mal. Es gab natürlich wieder Katastrophen und Pannen bei dem Start hier in VR, aber hey, so ist es nun mal. Auf jeden Fall kann ich schon mal berichten, es gab vorhin ein Update. 1,2 Gig musste ich wieder laden, ganz kurz bevor es losging hier mit dem Stream, natürlich, wie das immer so ist. Und jetzt kann man die Finger bewegen mit den Index-Controllern hier. Cool. Das gefällt mir schon mal ziemlich, ziemlich gut. Ich hoffe, der Rest funktioniert jetzt auch noch irgendwie. Das würde mir sehr gefallen. Aber naja, wir werden es herausfinden wahrscheinlich. Dieses Kunstwerk da, jetzt müsste ich auch zeigen können, ne? Das ist eigentlich ziemlich cool. Genau, dieses Kunstwerk da. Hey, dieses da. Mit den komischen geschälten Flamingos. Haben wir das letzte Mal vollbracht? Aber das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Nee, da muss noch etwas geschehen. So, wie funktioniert das denn hier jetzt? Kann ich das? Ah, ich muss da einmal feste zudrücken, um das zu nehmen. Das ist ein bisschen anders als das letzte Mal, aber das habe ich jetzt aus Gründen schon erwartet. Gut, und hier kann ich, genau, hier kann ich mir die Übersetzung angucken. Hast selbst jetzt verloren, du verdienst es, beende es. Das können wir tun. Kenn du. Vermutlich. Die Ratten haben wir auch schon gesammelt, oder zumindest die Bilder. Und natürlich können wir hier einmal kurz, da können wir einmal reingucken. Unsere Leinwand oder ein Stück davon haben wir das letzte Mal auch zusammengesammelt hier. Das ist so cool. Das ist so cool, wieder hier zu sein. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Ich hoffe, die Technik macht mit. Wir werden es erleben. Shapeless Dreams, formlose Träume erwarten uns hinter dieser Tür. Oh ja. Ach, es ist irgendwie cool, wieder hier zu sein. Sag ich jetzt noch. Das wird sich vermutlich schnell ändern. Oh, da draußen regnet es. Naja gut, es donnert auch die ganze Zeit permanent irgendwie. Es wundert mich jetzt eher weniger, dass es da auch regnet. Die haben wir schon gesehen. Das Buch haben wir schon gesehen. Das ist wirklich der Raum, den wir auch schon gehabt haben, als wir das erste Mal rausgegangen sind, oder? Aus unserem Arbeitszimmer. Das ist aber neu. Das da ist neu. Ein Aufzug. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt sein wird in VR, wenn er sich bewegt. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, dieses Abdunkeln von meinem Sichtfeld kleiner zu machen, also weniger klein zu machen, genauer gesagt. Was ja eigentlich die Motion Sickness ein bisschen verringern soll. Ich weiß nicht, ob mir das nicht noch zum Verhängnis wird, das ein bisschen weniger eingestellt zu haben. Naja, wir werden sehen. Ich glaube, wir werden keine Wahl haben, aber ich probiere trotzdem erstmal, ob wir nach oben kommen. Oh, ja. Also nach oben geht's auf jeden Fall. Dann ging bestimmt nicht nach unten. Okay, es funktioniert soweit gut. Ah. Past catches on. Die Vergangenheit holt uns ein. Geht das? Ich kann keinen Mittelfinger zeigen, na sowas. Ist bestimmt deaktiviert. Extra deaktiviert. Gut. Soweit, so gut. Kein Problem. Hallo? Hallo? Ist da jemand? So, soweit nicht. Natürlich. Hier kann man doch was machen. Kann man schon, ist aber nichts drin. Das letzte Mal übrigens, nach der letzten Session, hatte ich am nächsten Tag tatsächlich Muskelkater in den Beinen. Ne? Es gehört wohl nicht zu meinen normalen Bewegungsabläufen, hier mich immer hinzuhocken. Sehe ich ein. Da ist etwas aufgegangen. Na sowas. Wer hätte denn das gedacht? Ich will aber erstmal hier gucken. Ah, guck mal, hier ist noch was. Nichts. Wirklich. Das
Wäre doch eigentlich ein schöner Ort gewesen, um ein kleines Bildchen zu verstecken oder irgendwas. Ist das da? Ach so, wieder so Hutschachteln. Okay. Ach, ich glaube, das ist wieder dieses komische Bild. Ja, ja. Erkennt's doch. Unsere gesammelten Werke. Oh. Was ist das da? Ein Schlüssel? Aha, inklusive den komischen Werken, die irgendwie ein bisschen korrumpiert sind. Aha. Und dem komischen da auch. Ich trau dir nicht. Junge, ich trau dir nicht. Bevor wir den Schlüssel nehmen, gucken wir erstmal hier. Aha, was haben wir denn hier? Dear Sir, sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihrer Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Hauttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Dies vorweggenommen, kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich vom St. Anne Krankenhaus alles in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzungen, wir erinnern uns an den Schrieb über das Feuer, Ihrer Frau das bestmöglichste Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften. Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung. Ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern Sie von jeglicher weiterer Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformation mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne Ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Dr. Matt William H. Green. Die Operation ist wohl nicht zu unserer Zufriedenheit gewesen. Die Operation unserer Frau, wie es aussieht. Hier würde ich mich gern hinsetzen, aber es wird ein bisschen anstrengend, wenn hier nicht wirklich ein Stuhl ist. Von daher sehen wir mal davon ab. Und wir nehmen einmal den Schlüssel. Ja. Gut. Okay, es sieht anders aus. Schatz, bist du es? Scheiße. Ich glaube, das kommt von da. Ja, das kommt von hier. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Ein bisschen betteln. Es hat sich verändert. So, aber ansonsten ist hier alles ruhig. Wie es aussieht, hier unten können wir noch aufmachen. Ist aber nichts. Das haben wir auf jeden Fall gefunden. Das ist ganz gut. Oh Mann. Ist das der gleiche Gang, wo wir waren? Nur hier fehlen die Sachen? Kann das sein? Oh Gott, oh Gott, ich will das nicht. Was flackert da so? Ich glaube, das ist nur ein Grafikbug.
Der Aufzug steckt fest, irgendwie ganz komisch schief. Oh, hier können wir den Schlüssel verwenden, das ist gut. Okay. Hier werden wir höchstwahrscheinlich nicht reinkommen, ne? Das glaube ich nicht. Na gut, dann eben. Bitte sehr. Sich ja was bewegt, ich glaube nicht. Ach doch, kann ich. Da leuchtet uns etwas an. Gucken wir sofort. Jetzt sind nur Bücher drin. Na, Tür, bleib da. Ja, da hört man es auch schon. Da hört man es auch schon, was da am Britzeln ist. Kommen wir denn hier durch? Nein. Nein. Na, dann muss es wohl sein. Oh ja. Okay, da ist eine Tür. Das können wir uns schon mal merken. Uiuiuiui. Ich traue diesen Bretter kein bisschen. Andererseits kann man jetzt in VR natürlich mal schön da durchglotzen. Ah, brennen irgendwelche. Was ist das denn? Irgendwelche Stühle und Tische oder so. Ja, irgendwelche Möbel. Brennen da vor sich hin. Oh, ich wollte doch das Fadenkreuz ausmachen. Das hat mich so gestört in der Aufnahme hinterher, weil das so rumwackelt, vor allem wenn ich hinterher die Bildstabilisierung mache. Oh. Ich würde das gerne jetzt machen. Ich könnte mir das natürlich aufsparen bis zwischen den Folgen. Aber andererseits ist das eigentlich je früher, je besser. Einstellung. Kann ich das irgendwie ausmachen? Hier vielleicht VR? Tunnelbewegung, Winkelattas, Einrastung, nee. Vielleicht in Grafik. Kantenklettern, das ging doch irgendwie, dachte ich. Shit, ich weiß aber nicht wie. Ja. Oder vielleicht nur im Hauptmenü. Bewegungsrichtung, Winkel, Einrastung. Ah, Mist. Geht scheinbar nicht. Oder ich habe irgendwas übersehen. Falls ja, dann sagt Bescheid. Dann schreit. Na gut, dann lassen wir es eben so. Schade drum, aber okay. Ich meine, ich hätte irgendwo eine Option gesehen, aber kann halt sein, dass es nur im Hauptmenü war. Oder ich verwechsel das mit irgendeinem anderen Spiel, vielleicht mit The Long Dark oder sowas. Die Kiste. Die Truhe. Wieder ein kleines Unglück passiert hier. Ich bin unschuldig. Zumindest kann ich mich an nichts erinnern. Und schmelzende Kinder. Ich möchte keine schmelzenden Kinder im Haus haben. Kann ich mir hier nicht was nehmen zum Saufen? Scheint nicht zu gehen. Schade. Was ist das da eigentlich? Was ist das da für ein Gegenstand? Eine Riesenpinzette. Gut. Alles wird gut. Was ist das für ein leerer Raum hier? Gut. Hier ist ein bisschen mehr Platz, das gefällt mir. Mehr Platz zum Abhauen. Ja, sag ich doch. Die hat die Gelegenheit schon genutzt. So, was haben wir hier? Aha. Warning Signs. Warnsignale. Die nun folgende Liste ist eine Aufzählung der am häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie. Während sie typischerweise zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr diagnostiziert wird, ist es bekannt, dass diese Störung auch ältere Patienten betreffen kann. Merken Sie sich, dass diese Symptome nicht exklusiv bei Schizophrenie auftreten können
und sie darum niemals als endgültiger Beweis für das Auftreten dieser Krankheit aufgeführt werden sollten. Um eine gesicherte Diagnose zu erhalten, sollten sie unbedingt einen qualifizierten Spezialisten, zum Beispiel Psychologe, Psychiater, konsultieren. Ausdrucksloser Blick, starren ins Leere, ja. Willkürliches Zucken der Gesichtsmuskulatur, check. Schlaflosigkeit, nicht bemerkt. Ja gut, wenn wir ständig komplett breit sind, dann ja. Unübliche Gestik und Körperhaltung schon immer gehabt. Unfähigkeit, Freude bei Aktivitäten zu verspüren, definitiv. Depersonalisation. Was soll das überhaupt bedeuten? Ja, siehst du, weiß ich auch nicht. Ja, doch, kann ich mir schon vorstellen. Ist trotzdem ein kompliziertes Wort offenbar. Ungeschickte, schwerfällige Bewegung. Könnte vom Unfall kommen. Anfälligkeit für wütendes, ablehnendes Verhalten. Eher passiv-aggressiv. Antriebslosigkeit, ja. Suizidale Tendenzen, what? Wollte mir das Original nochmal angucken. Ja, ja, ja. Es ist da handgeschrieben, dazu notiert. Die Antworten. Okay. Gut, lassen wir da. Hier noch irgendwas? Nein. Ich glaube, die ganzen Schränke hier. Na gut, wobei, manchmal ist da tatsächlich was drin, was man irgendwie mitnehmen kann oder so. Hier aber offenbar nicht. Na gut. Na, musst du wohl. So. Man will das Haus ja irgendwie ordentlich haben, nicht wahr? Man kann es zumindest versuchen. Gut, komplett runtergebrannte Kerzen. Und was zum Teufel ist das hier für eine komische Wand? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier, das ist ein Sicherheitsrisiko. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Für die Ratten vor allem. Boah, eine Riesenteetasse. Alter Schalter, wie eine Suppenschüssel. Was haben wir hier? Sieht mir aber nicht so aus, als könnten wir hier durch, ne? Make up your mind. Entscheide dich. Können wir das irgendwie mit die Übersetzung sehen? Ah, da war sie. Da war sie. Entscheide dich. Ja, sag ich doch. Gut. Also, was auch immer hier gewütet hat. Bestimmt wir. Oh, und da ein Totenkopf. Ein Symbol. Ein Zeichen. Können wir hier eigentlich... Ja, können wir. Gleich freundlicher hier, viel besser. Dumm die Dumm, ist hier noch was? Nein, das ist zwar ein Umschlag, aber damit können wir nichts machen. Ach, aber was? Das kennen wir doch. Ja. Also das zumindest kennen wir. Der Rest des Raumes weiß ich nicht so genau. Guten Tag, die Dame. Ach so, Sie haben keine Arme. Es tut mir sehr leid. Dann winken wir einfach nur. Hallo. Die ganzen Pullen können wir leider nicht nehmen. Schade. Schade drum. Schade drum. Sind wahrscheinlich eh leer. Hm? Wahrscheinlich ja. So, du bist friedlich, ne? Ich glaube schon. Der ist lieb. Den mag ich. Da ist noch ein Schränkchen. Der ist auch ganz lieb. Alter. Alter. Die ganze Palette einfach. Kann auch nichts nehmen. Nun gut. Na, einmal Globus drehen. Wenn das schon so schön funktioniert, dann nehme ich das gerne mit. Noch mehr Orden. Aha. Jede Menge. Stammt da unser Unfall her? Also der von unserer Frau, da haben wir ja schon anderweitig Informationen gekriegt, aber von uns? Könnte halt sein, oder? Naja. Gut, gut, gut. Ist hier noch irgendwas zum Einsammeln? Upsi. Sehe ich jetzt nicht so direkt. Und wieder das Abendmahl. Ah. Das etwas andere natürlich. Das Alternative. Gut. Haben wir alles? Ich hoffe. Ich hoffe es.
Ja, jetzt. Ja, jetzt sieht's hier so aus wie in dem anderen Raum, den wir entdeckt haben. Hui, ich meine, hey, alles gut. Das Lustige ist, ich habe dieses Spiel ja eigentlich schon mal gespielt. Ich erschrecke mich trotzdem. Also in VR habe ich es halt nicht gespielt. Alter, der ganze Boden im Argen. Oh, können die Tür anfummeln? Ja, können wir zwar, aber nee. Oh, guck mal hier. Ist hier was? Die Schubladen sind offen, aber da kann man wohl nichts machen. Aha. Hat sich denn sonst noch irgendwas ergeben hier? Nein, der Globus. Globus. Mein Freund. Kann ich dich noch drehen? Nein, es funktioniert nicht. Schade. Ja, und der gehörnte Kumpel ist leider auch kaputt. Der, ja, so halb. Oh Mann. Ja, das passiert davon, das kommt davon, wenn man im Suff mit Handgranaten spielt. Dachchen. Komischerweise, das Obst sieht noch so halbwegs genießbar aus hier, ne? In dem Haus. Naja, gut, ob es genießt, wirklich ein Genuss ist, weiß ich nicht. Sieht zumindest nicht komplett vergammelt aus. Ah, hier ist doch ein Geräusch. Und wie laut. Oh. Moment, da muss hier irgendwo was anderes sein. Hä? Oder müssen wir irgendwie anderweitig dahin? Hier ist auf jeden Fall zu. Ach was. Ja, ich meine, das kommt daher. Vielleicht kommen wir ja so und dann da irgendwie rum. Ich würde es mal hoffen. Jetzt auf jeden Fall zu. WB. Oh, Kaffee, voll gemein. Ich will auch Kaffee haben. Schick mir doch mal einen Kaffee rüber. Gut. Ja, hier, überall Obst, sage ich doch. Überall Obst. Hi. Das gleiche Bild nochmal in groß. Ich weiß nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Hier, auch eine Brosche können wir auch nicht mitnehmen. Na gut. Haben schon lange nichts mehr gefunden, ne? Ich weiß nur nicht, ob es daran liegt, dass es wirklich nichts zum Finden gab. Oder ob wir es nicht gefunden haben. Okay. Was macht man denn mit so einem Seil? Nichts? Also, naja, außer das halt. Oh, guck mal. Hier liegt was. Gut versteckt. Let's talk about the symbolic aspects. Lassen Sie uns über den symbolischen Aspekt Ihres Schaffens reden. Ich würde das lieber nicht. Warum ist das so? Symbolismus ist so ein Wort, mit dem so oft herumgeworfen wird. Meistens dann, wenn Menschen nicht so richtig wissen, was sie von dir halten sollen. Die schlimmste Frage, die sie mir überhaupt stellen können, ist, was haben sie damit gemeint? Wenn es so einfach wäre, hätte ich es nicht gemalt. Ich hätte es ihnen einfach gesagt. Selbstverständlich können wir... Okay, haben wir mitgenommen. Und hier sind leere Rahmen. Alles Symbole, leere Rahmen. Wir haben da noch nichts, noch kein Schaffen hinein integriert. Es läuft einfach nicht mehr. Es läuft bei uns einfach nicht mehr. Ja. Die Trauben sehen gut aus. Oh, hier können wir uns mal angucken. Theoretisch zumindest. Praktisch scheint es nicht zu gehen. Und da steht zwar was, aber... es wird sogar richtig rum übersetzt. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Naja, werden wir gleich noch sehen. Okay. Bewegt er sich da gar nicht? Wir gehen da mal hin. Was ist das hier? Nichts.
Nichts, okay. Und ab dafür. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Ach schön. Aber die Trauben sehen hier auch gut aus. In dieser Parallelwelt. Na gut, die da jetzt, die sehen nicht mehr so gut aus. Um genau zu sein. Hier, it cannot be undone. Gut. Sonst noch irgendwas hier? Da ist zwar auch wieder der Schrieb, aber ich nehme mal an, den können wir genauso wenig mitnehmen. Naja. Alles klar. Oh, langer Gang. Wagen wir es? Wir wagen es mal. Oh, es wird diesig. Ja, Wuf, ich komme sofort, ich muss ja erstmal gucken. Was ist das denn? Irgendwas Zerrupftes. Okay. Dieses Bild ist irgendwie creepy, aber irgendwie auch total geil. Und mein Gott, ist es groß. Bei Gott, ist es groß. Ja. Aber... Du Armer, aber hier müssten wir eigentlich was finden dazu. Ja. Ist das vielleicht die Tür, die wir vorhin gesehen haben, wo wir was gehört haben? Hier haben wir etwas. Ich habe so satt, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Das kennen wir doch. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Da. Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Aww. Ach, du Vollhonk. Du armer Irrer, da steht etwas. Good boy. Ja, das Halsband, das haben wir ja ganz am Anfang auch schon mal gesehen. Boah, sind das wuchtige Schubladen. Da unten kommen wir nicht ran, ne? Warum kann ich das jetzt hier nicht nehmen und wegpacken? Das wäre doch schön. Das wäre praktisch. So. Ich finde das lustig. Ein bisschen hakelig hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Spiel liegt oder an den Controllern selbst. Ich werde damit noch rumexperimentieren. Ist das von uns? You want this as well? Willst du das auch? Das weiß ich nicht so genau. Ich würde hier gerne lebend rauskommen. Oh, du bist lieb, ne? Ich denk mal schon. Ich würde echt gern mit mehr Sachen interagieren können, ne? Wenn man den jetzt einfach so ein bisschen rumrollen könnte, also das wäre schon irgendwie cool. Licht ist immer gut. Licht ist unser Freund. Hier. Ja. Hat da was gewackelt? Ah, ich glaube, das war nur Kompression. Ein ehemals großer Künstler. Neues Bild von aus Galerien gelacht? Aha. Wovon wir heute Zeugen wurden, obwohl gänzlich ohne Wert, um es einmal künstlerisch auszudrücken, mag dennoch eine unbezahlbare Fallstudie für Psychologen sein. Diese harschen Worte kamen von niemand Geringerem als Jason Hughes, der bekannte Kritiker, war einer der ersten, der die Werke von zu schätzen wusste und dessen Lob einst zum spektakulären Durchbruch des Künstlers beigetragen hatte. Danach gefragt, ob solch brutale Kritik, besonders angesichts der jüngsten tragischen Ereignisse, denn
angemessen sei, antwortete Hughes, als Kritiker ist es unsere Pflicht, Kunst zu kritisieren, ohne dabei den Künstler zu bewerten. Der Mann hat in letzter Zeit viel durchmachen müssen und er hat dafür offensichtlich einen hohen Preis zahlen müssen. Dennoch würden wir schweigen und geben wir auch nur andeutungsweise zu verstehen, dass dies auch nur im Entferntesten akzeptabel sei, würden wir dem Künstler damit keinen Gefallen tun. Andere Kritiker waren kaum nachsichtiger als der. Oh Mann. Ja, das wird unserem Selbstwertgefühl bestimmt helfen. Wobei, Selbstwertgefühl, ist das das Problem? Naja, ich weiß nicht. Weiß nicht, ob das unser größtes Problem ist. Das muss man schon... Muss man schon ganz klar so sagen. Aber der war doch eben nicht so bepinselt, oder? Also, dass mich das tatsächlich erschreckt, obwohl ich eigentlich damit rechnen müsste, ne? Wenn das Ding halt tatsächlich hinter einem steht. Bleib da. Diese Gänge, helft mir doch. Es ist ja sehr ganz furchtbar hier. Geht's ja nach links und rechts überall ab. Irgendwas? Hä? Was ist das? Keine Ahnung. Das hier will ich umschubsen können. Einfach aus Wut. Wobei Wut, weiß ich nicht, aus Angst, aus purer Angst, um irgendwas zu tun, um nicht weitergehen zu müssen. Nope. Ich glaube, hier werden wir so nicht weiterkommen. Hier noch Türen? Nee, da ist eine. Okay. Hallo? Okay. Wir sind wieder zurück. Ich glaube, wir sind wieder zurück. Da ist jetzt auch das Bild. Da sind sie überall. Warum? Ich weiß es doch nicht. Können wir denn hier irgendwo? Tatsächlich. Wir können. Ich guck mal kurz was. Ich bin sofort wieder da. Ich muss nur kurz was gucken. Aha. Der Status ist noch der gleiche. Können wir das nochmal machen? Nur mal so Interesse halber. Es ist schon irgendwie cool. Ja, können wir. Aber hey. Das ist nicht zielführend. Kann ich denn hier auch aufmachen? Was? Oh, die Tür ist zugegangen. Ist das der gleiche Raum? Ist das etwa der gleiche Raum? Kann das sein? Ich glaube schon. Okay. Speaking of Sicherheitsrisiko. Also ehrlich.
gefährlich ist dieses Haus? Haben wir hier irgendwas? Ein bisschen Licht. Ein bisschen Licht ist gut. Nee, kenne ich schon alle die Bücher. Irgendwas? Nö. Hier irgendwas? Ja, haben wir. Aber diese Schrift, ne? Ja, gut, geht so einigermaßen. Geht so. 12. September, sie hat es schon wieder getan. Vorhin habe ich noch ein paar ihrer Kritiken entdeckt. Kleine Zettel an eine meiner jüngsten Arbeiten geklebt. Die beleidigendste, hasserfüllteste Kacke, die ich jemals über meine Arbeiten gelesen habe. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Schließlich kennt sie mich gut genug, um genau zu wissen, was mich wirklich trifft. Ich kann nur nicht glauben, dass sie das wirklich gegen mich verwendet. Am schlimmsten ist, dass sie, als ich sie damit konfrontiert habe, abgestritten hat, irgendwelche Zettel geschrieben zu haben. Als ob ich ihre Handschrift nicht erkennen würde. Du meine Güte, hasst sie mich wirklich so sehr oder fängt sie an, ihren Verstand zu verlieren? Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Okay. Ist damit unsere Liebste gemeint? Ach, auch du noch. Siehste? Gut, sehr gut, dass ich da nicht alleine bin mit. Ich sag doch, alles ist gegen uns. Katastrophe, kann ich dieses Licht hier anmachen? Nein. Ich will das da mitnehmen als Verteidigung. Als Waffe. Gegen was auch immer uns hier noch erwartet. Alter. Okay. Ist schon eine lange Folge, ne? Aber ich wollte das eigentlich immer so halten, dass diese einzelnen Abschnitte hier einzelne Folgen werden. Von daher ziehen das jetzt einfach hart durch. Dachchen. Ist hier irgendwas? Nein. Oh, eine offene Tür. Ja, von wegen. Ja, von wegen. Es war ja so klar. Das war ja so klar. Hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ah, hier ist aber noch Potenzial. nö. Nur wieder ein kleines Seil zum Aufknüpfen. Aber sonst nö. Was? Oh. Also, die Tür, gucken wir sofort. Ist aber zu, okay. Na, so viel dazu. Jesus Christ. Ach, Jesus, ist das schlimm. Mann, ist das geil. Amnesia. Yo, das hat mir aber, das ist mir durch alle Knochen gefahren. Schön. Aha. Das Ehepaar. Nein, ich bin nicht da. Alter. Da, die Wand verändert sich. Natürlich, eine Magnumpulle, ist ja klar. Ja, oh, Panda. Süß. Okay. Ah, wir haben hier noch ein
Kerzenleuchter, gucken wir gleich. Ich will erstmal hier schauen, hier ist etwas, ein Schlüssel. Ein Schlüssel, okay. Kein Problem. Haben wir denn hier noch etwas? Nein, doch, das geht. Moment. 6. April, heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen. Mit einem Kleinkind im Haus, das ist einfach verantwortungslos. Als würde er davon lassen können. WB, Kabifu. Habe ich das richtig gesehen, ja? Die Schrift habe ich vergessen, größer zu machen. Alter, das war jetzt ja ein geiler Abschnitt. Meine Fresse. Da geht mir ein bisschen die Pumpe, ne? Wenn wir uns eigentlich hier irgendwie ein bisschen hinschillen oder so, ne? Gut. Aha. Oh. Scheiße. This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Ja, ihr habt doch einen Aufzug einbauen lassen. Ist doch alles gut. So, wir haben einen Schlüssel gefunden. Das ist cool. Dann können wir ihn mal hier probieren. Ja, das funktioniert. Das funktioniert. Ausgezeichnet. Die Kerzen brennen nicht alle. Das triggert mich hart. Kann ich nichts daran ändern. Schade. Was sind das denn hier für Gänge, Mann? Wer baut denn sowas? Und warum? Das Warum würde mich vor allem interessieren. Schicke Stiefel. Bestimmt unsere. Bestimmt von uns. Ah, das Schlafzimmer wieder. Na, schau einer an. Und hier ist etwas. Hier nicht. Warum lasse ich mit der linken Hand immer los? Ist doch komisch. Ja. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Auch noch Geräusche. Gut. Ja, das können wir probieren. Das können wir sofort ausprobieren. Boah, dieser schwarze Spiegel, ne? Aber erstmal gucken wir uns um. Hier. Prothesis. Prothesendiebe. Nimmersatte Bastarde. Kann mir keine neue kaufen. Warum das beschissene Bein? Ja, sehe ich ein, dass wir damit nicht glücklich sind. Andererseits muss man sich natürlich auch irgendwie damit abfinden. Und es könnte schlimmer sein. Wahrscheinlich könnte es schlimmer sein. Vielleicht muss man es so sehen. Ich glaube, meine Haare sind schon komplett eingewickelt da in dem Käbelchen. Ist ja wireless und so, aber ein Stromkäbelchen führt trotzdem da zum Akku. Hier können wir nichts machen. Okay. Gut. Falls ihr euch wundert, ne, warum ich immer ab und zu so gucke hier. Das ist nur, weil ich da euren Chat sehe und so. Und ein Preview von meiner Aufnahme. Das seht ihr in der Aufnahme nicht. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich nicht, aber ich sehe ja, was ihr seht, von daher. Ja. Eben drum. Funktioniert. Gut, da ist noch ein Schalterchen. Da ist auch ein Schalterchen. Wir drehen erstmal ein bisschen auf, oder? Man kann die drehen. Sehr schön. Optimal für VR.
Das Zimmer schmilzt schon wieder. Und wir gucken uns erstmal das hier an. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Das kann ich dir auch nicht sagen, Kollege. Aber naja, man muss ja auf die harte Tour lernen manchmal. So. Der Punkt ist, wir werden jetzt hier so nicht rauskommen, weil die Tür ist geschmolzen. Daher kann man da nichts machen, aber das macht nichts. Der Stuhl ist auch schön. Oh, ach, das ist eine Reflexion, ne? Ja, ich glaube schon. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ja. Hier können wir nämlich etwas umstellen. Sehr gut. Oh, das Bild war kurz weg. Ah ja. Sind wir wieder hier? Gut, das haben wir schon durchsucht. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah ja. Ah, Home Sweet Home. Ausgezeichnet. Und wir haben die Pulle bei uns. Werden wir gleich abliefern, aber erstmal gucken wir. Was ist hier noch? Ah ja, hier ist etwas. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Natürlich, das ist the little something. Plus die ganzen anderen 1 Million Flaschen hier. Apropos, die Truhen sind weg, ne? Andererseits, der Raum, der ist immer noch relativ kahl, ja, ja. Der wird sich vermutlich langsam erst wieder füllen. Gut, hier die ganzen Sachen, die wir gesammelt haben, sind es wahrscheinlich nicht alle angucken. Haben wir das hier schon gesehen? Ich ertrage es nicht, dich so zu sehen. Es geht dir nicht gut. Du schwitzt und zitterst die ganze Nacht und hier bist du nun, wie üblich, eingesperrt in deiner Werkstatt. Die ganze leidender Künstler, der ganze leidende Künstlerunfug hat jetzt aufzuhören. Ist vielleicht was dran, ja. Ist vielleicht was dran. Der Arme. Ganz ehrlich, er ist nicht der Einzige, der arm dran ist hier. Na gut. Nein. Wollte eigentlich hier gucken, aber vermutlich... hatten wir das schon? Ich habe es so satt, dass wir uns... Ja, das hatten wir, das hatten wir. Mehrfach sogar. Ich glaube, das ist der Zettel, den wir bisher am häufigsten gefunden haben. Ja. Gut. Na dann. Machen wir mit unserem Kunstwerk weiter. Hier fehlt die Tür. Ist keine Tür vorhanden. Okay. Sehr merkwürdig. War das schon immer so? Vorhin war sie auf jeden Fall noch da. Und wir machen mal. Weiß ich nicht. Die Farbgebung ist noch ähnlich wie zuvor. Ich finde das hier oben, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Person, die da so rumgebogen ist und irgendwie nach unten greift. Ist nix. Es erhebt sich langsam. Es erhebt sich aus dem Dunkel. Das hier sieht aus wie eine Höhle. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Zettel liegt ja auch einfach so auf dem Boden rum, ne? Steht da inzwischen?
Hass, selbst jetzt, verloren, alleine, du verdienst es, ein Grab für dich, beende es. Ja, und hier haben wir, upsi, die Pulle. Okay, 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 das ist nur der Text, den wir eben schon gehört haben. Ausgezeichnet. Es ist eine lange Folge geworden. Es ist eine lange Folge geworden, aber wie ich schon gesagt habe, ich würde hier einfach jeden Abschnitt als eine Folge mal vorsehen. Und eben drum würde ich in der Aufnahme an der Stelle einen kleinen Folgencut machen. Aber im Stream können wir von mir aus gerne noch eine kleine Runde weitermachen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss. Thank you.